unser Dienst-Informatik-Chef muss sie noch beweisen. In den USA wurde ein Shutdown und ein Stillstand der Medienkonferenzen in den letzten Minuten aufgenommen. Daniel Trump hat seine Machtspiele beendet und das 900 Milliarden schwere Corona-Hilfspaket in Bock. In dieser Stellungnahme bin ich kein Teil des Konjunkturpakets, sondern doch unterstützen zu wollen. Schließlich würden die Maßnahmen Arbeitslosigkeit bekämpfen, Zwangsräumungen verhindern und vieles mehr. Das hörte sich vor einige Tage noch ganz anders an. Am 23. Dezember trat Trump vor die Medien, um zu verkünden: Das, was hier auf meinem Bürotisch landete, ist eine Schande. Die jetzige Annahme der $600 Sonderhilfe pro Kopf ist lächerlich und muss auf $2000 erhöht werden. Für Paare auf $4000. Damit stellte Trump sich gegen seine eigene Partei, die das Paket ausgehandelt hatte. Die Demokraten dagegen waren begeistert. So twittert Nancy Pelosi, die Fraktionsvorsitzende im Repräsentantenhaus, heute erneut: Der Präsident muss nun auf die Republikaner im Kongress einwirken, ihre Blockade gegen die Erhöhung der Sonderhilfe ebenfalls aufzugeben. Die Demokraten werden diese Forderung morgen ins Parlament bringen. Der Sinneswandel Trumps kam wohl mit der Erkenntnis, dass sein Veto auf die Verabschiedung des Haushalts blockiert hätte und damit auch morgen Regierungsgeschäfte und öffentliche Verwaltung stillgestanden wäre. Vor allem aber stehen US-Bundesstaat Georgia mit wichtigen Senatswahlen an. Hier Trump bei einem Wahlkampfauftritt dort Anfang Dezember. Eine Niederlage könnte die Republikaner die Mehrheit in der kleinen Kammer kosten. Das Tessin, bekannt für seine Sommersonne, bezahlt heute mit winterlichem Platz. Heftige Schneefall hat die Region in den Lago Maggiore bereits eingefasst, hier auch die Anfangsbewertung der Region in der Küche. Eine Schneefläche zwischen 10 und 20 Zentimetern im größten Teil des Südkantons. Etwas weniger üblich sieht es verkehrstechnisch aus. Wegen der schneebedeckten Straßen kann man morgen nur langsam voran. Besitzer eingeschneiter Autos mit einem Riesenlochmarkt in die Küche. Die Intensivität ist vielleicht die Dose, die das Bahnhofstück. Kann das in Flachlager statt Schnee sehen? Menschen der Welt in Bogen, die er erschießt, und von Wind zu Wissen der Verhandlung. Der fünfte Hermannergipfel in der Achterkreuze mit großer Geschwindigkeit in der Schweiz. In den Seelregionen hat die Ausstattung in Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern verstanden werden. Das ist der Bericht, dass die Wetter in der Stadt die sehr schnell zum ja, die Wege, die man in vier Wochen der Schweiz aktuell wird, mitnehmen, die ist ausgeführt. Die Schenken und Kanton Luzern wohnen seit dem Sommer junge Männer zusammen, die auf den Rollstuhl achten. Sie sind möglichst selbstständig und ohne Hilfe leben sie in der sogenannten Fahrerwege, die erste von dieser Art in der Schweiz. Wir haben die jungen Männer ein halbes Jahr begleitet und zeigen auch, wie sie sich als Rollstuhlwege eingerichtet haben und wie sie im Alltag abgeschlagen haben. Ungewöhnliche Wohnformen und gute Bürger Inneneinrichtungen präsentierten ihn auf der Latam, gleich im Umgang zeigen dann zu Hause. Die letzten Tag schon ist, geht zurück vor Acht. Einen schönen Abend und bis zum Abend. Ich bin der Meinung, dass
Christmas von Forest. Bei Gesichtern und Geschichten sehen Sie heute die Königin Rocks Fans hier nach Hause.